Meine Damen und Herren, wir sind bei der Besprechung von der Berechnung von Integralen. Kurvenintegralen, Flächenintegralen und Volumensintegralen. Diese Arten von Integralen in der Physik in vielfältigen Anwendungen wichtig. Und daher ist es eben auch wichtig, wie man sich die Berechnung dieser Integrale möglichst einfach machen kann. Und da gibt es die Integralsätze. Diese Integralsätze haben wir letzte Woche begonnen zu besprechen. Der erste dieser Integralsätze ist einer, der ein Kurven- oder Linienintegral auszurechnen gestattet, dadurch, dass man dann überhaupt keine Integration mehr durchführen muss, also von einer Integration auf Null zurück, besonders praktisch. Heute werden wir über Flächenintegrale sprechen und unter gewissen Voraussetzungen können diese Flächenintegrale auf Kurvenintegrale reduziert werden. Und zwar Kurvenintegrale über den Rand der betrachteten Fläche. Und dann letztlich, das werden wir heute wahrscheinlich auch noch besprechen können, die dritte wichtige Sorte von Integralen in der Physik, die Volumensintegrale. Und die lassen sich auf Oberflächenintegrale zurückführen über die geschlossene Oberfläche eines Volumens. Diese Integrale sind in vielen Anwendungen, wie gesagt, wichtig. Insbesondere werden sie Ihnen besonders häufig vorkommen in der Elektrodynamik. Dort ist es geradezu entscheidend, dass man die Bedeutung dieser Integrale und Integralsätze kennenlernt. Also ich wiederhole ganz kurz, was wir das letzte Mal besprochen hatten. Da haben wir ein Kurvenintegral V'Pfeil ds'Pfeil besprochen über eine gewisse Kurve C von einem Anfangspunkt bis zu einem Endpunkt. Und da hat sich dann herausgestellt, das ist Lambda an der Stelle P2, dem Endpunkt, minus Lambda an der Stelle P1. Das geht aber nur, wenn sich dieses V-Pfeil darstellen lässt als Gradient eines Skalars Lambda. Und da kommt also die Größe der Operator Gradient vor, den man also braucht, um diesen Integralsatz formulieren zu können. Und wenn Sie sich das so anschauen, das hat schon dasselbe Prinzip. Da ist ein Kurvenintegral über eine Kurve von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt. Und da ist jetzt ein Ausdruck über den Rand der Kurve. Aber der Rand einer Kurve sind nur zwei Punkte. Der Endpunkt und der Anfangspunkt. Also hat man hier praktisch schon einen Rand einer Kurve. Aber da braucht man nicht mehr integrieren, weil der hat ja nur zwei Punkte. Daher Lambda von P2 minus Lambda von P1. Und Lambda nennt man hier ganz allgemein das skalare Potential. Ganz wichtiger Repräsentant, die potenzielle Energie in der Mechanik. Das ist so ein skalares Potential. Nur steht da dann ein Minus drin. F ist Minus Gradient V. Aber das hat seine eigene Bedeutung. Da wird dann eben die potenzielle Energie dadurch definiert. Daher kommt auch dieser Ausdruck in der Mathematik Potential. Diese Dinge haben sich ja letzten Endes orientiert an den Anwendungen in der Physik. Also das ist ein ganz kurzer Rückblick, aber jetzt machen wir also was völlig Analoges für den Fall B für die Oberflächenintegrale. Ein Oberflächenintegral, ich schreibe das, weil es letztlich ein zweidimensionales Integral ist,
als Doppelintegral über eine gewisse Oberfläche A. Und da steht dann V-Pfeil df-Pfeil. Das ist es, was wir als ein Oberflächenintegral bezeichnen. Wobei dieses df-Pfeil man sich auch denken kann als ein n-Dach mal df. Das Flächenvektorelement ist ein Vektor, der senkrecht auf die betrachtete Oberfläche steht und dessen Betrag gleich dem Flächeninhalt eines infinitesimal kleinen Flächenelementes gedacht ist. So ist letzten Endes das Oberflächenintegral auch definiert, als Summe über solche V-Pfeil mal Delta-F-Pfeil, aber das kennen Sie schon, das brauche ich Ihnen nicht mehr zu erklären. Und wenn man da jetzt wieder eine gewisse Voraussetzung macht, dann kommt man zum sogenannten Stokes'schen Integralsatz. Und der lautet, wir haben jetzt eben ein derartiges Flächenintegral über eine Oberfläche A, V-Pfeil, df-Pfeil, und das lässt sich jetzt schreiben als ein Kurvenintegral über den geschlossenen Rand dieser Fläche A. Fläche A hat einen geschlossenen Rand. Und da steht dann drinnen ein A-Pfeil, DS-Pfeil. Wobei aber jetzt ganz entsprechend wieder oben dieses V-Pfeil darstellbar sein muss als die Rotation eines anderen Vektorfeldes A-Pfeil. Also in beiden Fällen, damit man diesen Luxus genießen kann, nämlich sich eine Integration zu ersparen, muss man etwas als Voraussetzung erfüllen. Da oben muss das Vektorfeld der Gradient eines skalaren Potentials sein. Und jetzt ahnen Sie schon, hier muss das Vektorfeld die Rotation eines Vektorpotentials sein. Wir nennen also dieses A-Pfeil ein Vektorpotential. In der Elektrodynamik treten beide dieser Potenziale auf. Ein skalares Potential, das ist das Potential Phi, das Sie aus der Schule kennen. Die Differenz von solchen Potentialwerten ist dann die elektrische Spannung im statischen Fall. Das Vektorpotential kennen Sie noch nicht aus der Schule, soviel ich weiß. Aber interessant ist vielleicht, die beiden mitsammen, das skalare Potential und das Vektorpotential, haben dann insgesamt vier Bestimmungsstücke. Ein Skalar ist das skalare Potential, das Vektorpotential, drei Komponenten, hat drei Bestimmungsstücke. 3 plus 1 ist 4 und die miteinander bilden das Viererpotential. Und wir sind sofort in der eleganten Darstellung der Elektrodynamik in vierdimensionaler Schreibweise. Damit ist eigentlich vorweggenommen, was dann in weiterer Folge als spezielle Relativitätstheorie zusammengestellt wurde. Hier sind wir die ersten Wurzeln gewissermaßen, wo sich das bereits äußert. Und es ist auch sehr wichtig zu sagen, bei diesem ersten Satz da oben, das geht für beliebige Dimensionszahlen. Immer verwendet man ein skalares Potential und kann das so darstellen. Hier hingegen bei der Rotation zeigt die Definition, weil man da ja, Sie kennen das schon, mit dem Epsilon-Tensor operieren, der geht nur in drei Dimensionen.
Das geht nur dreidimensional. Deswegen hat das Vektorpotential gerade drei Komponenten. Und 3 plus 1 ist 4 und das macht dann, wie Sie später sehen werden, das Vektorpotential aus. Also wenn das Ihnen dann unterkommt, können Sie sich denken, das kenne ich schon. Und dann kann man mit dem dann sehr elegant die ganze Elektrodynamik außerordentlich übersichtlich darstellen. Dennoch ist es gut, zunächst einmal die Sachen anschaulich und klar sich zu machen, dann lassen Sie sich in ein größeres Konzept schön einbauen. Also, falls das V in diesem Flächenintegral sich als Rotation eines Vektorpotentials darstellen lässt, dann kann man dieses Oberflächenintegral darstellen als nur mehr das Integral über den Rand, den geschlossenen Rand dieser Oberfläche, A-Pfeil, ds-Pfeil. Wo dann innen die Oberfläche liegt, ist so wurscht wie bei einer Trommelmembran, nur auf den Rand kommt es an. So wie es da oben auch egal ist, wie sich die Kurve zwischen P1 und P2 dann bewegt, nur auf die Randpunkte, die beiden Endpunkte kommt es an. Da kommt es nur auf die Randkurve an. Und was dazwischen die Fläche macht, ist egal. Da gibt es dann natürlich so Spompanadeln, dass es Flächen ohne Rand gibt. Da können sich die Mathematiker dann austoben, dass man da dann noch genau festlegen muss, dass das eine berandete Fläche sein muss zum Beispiel. Aber wo es dann wichtig ist, fliegt man eh drüber und muss sich dann damit beschäftigen. Aber in vielen Fällen hat man Situationen, wo man damit also gut umgehen kann. Aber etwas ist natürlich schon sehr wichtig. Wenn man ein Integral über eine geschlossene Fläche A bildet, zum Beispiel eine Kugelfläche oder was, was dazu halt irgendwo isomorph ist, an Erdäpfel, nicht? Dann ist das Flächenintegral über diese geschlossene Fläche wie groß? So, was glauben Sie? Das ist ja dann gleich dem Ringintegral über den Rand von der Fläche. Was hat denn so eine Kugel für einen Rand? Na, gar keinen. Das ist nicht der Umriss der Kugel, sondern Sie können sich vorstellen, diese Kugelfläche dabei fällt noch als so eine Kalotte heraus, dann hat das nur einen Rand. Und jetzt ziehen Sie das immer weiter zusammen, bis die Kugel fertig ist, dann hat sie keinen Rand mehr. Eine geschlossene Fläche hat gar keinen Rand, über den man da integrieren kann. Daher muss für den Fall des Vektorfelds, das sich als Rotation eines Vektorpotentials darstellen lässt, sofort zu folgern sein, dass das Integral, das schreibe ich da zur Sicherheit, das geht jetzt dummerweise da gerade nicht mehr aus, ich schreibe es aber trotzdem her, da oben. Folgerung. Für eine geschlossene Fläche, also jedenfalls wieder, falls das Vektorfeld V-Pfeil darstellbar ist als Rotation eines anderen Vektorfeldes A des Vektorpotentials, wenn man also ein Vektorpotential einführen kann, so sagt man das, so wie man da ein skalares Potential einführen kann. Geht ja nicht für alle Vektorfelder, aber für manche eben schon. Falls also V als Rotation von A dargestellt werden kann, dann gilt also jedenfalls, dass das Integral über eine geschlossene Fläche A, auch eine Fläche, die kann man ja bezeichnen, nicht? So Kugelfläche ist ja Fläche, ist also geschlossene Fläche. A, V-Pfeil, df-Pfeil gleich 0 ist. Weil dieses Ringintegral dann nur mehr rund einen Punkt herum zu bilden ist, das ist nichts mehr.
Das ist, hat keinen Rand. Ist also dann immer gleich 0. So wie es ja auch da oben ist, wenn man bei dem skalaren Potenzial hier, wenn man da ein Ringintegral macht, haben wir ja letzte Woche besprochen, dann ist Anfangspunkt gleich Endpunkt und da heißt die Differenz zwischen den beiden auch 0. Weil eine geschlossene Kurve hat auch keinen Rand. Man muss zuerst aufspalten, dann hat es zwei Randpunkte. Und genauso ist es auch hier. Also Sie sehen, das ist mir schon wichtig, dass Sie das erkennen, wie analog das Ganze zueinander ist. Und natürlich, jeder, der schon ein bisschen mathematisch gewieft ist, und Sie sind ja immerhin, Sie haben schon ein Semester Mathematik überlebt sozusagen, der spürt dann natürlich, dass da irgendeine übergeordnete Gesetzmäßigkeit ist. Natürlich gibt es die auch. Das ist der verallgemeinerte Stokes'sche Satz, da braucht man also eine Formulierung dazu, die Theorie der alternierenden Differentialformen und des Spormanns. Weil wir brauchen es jetzt hier nur in diesen drei Ausformungen für das Kurvenintegral, für das Oberflächenintegral und gleich anschließend dann auch für das Volumensintegral. Aber es ist schon gut zu wissen, da gibt's was dahinter, was noch eleganter ist und was das alles wieder erlaubt, in einem darzustellen. Das gibt's fast überall. Wenn man hineinschaut, kommt man immer da, noch und noch. Und dann müssen Sie das aussuchen, was für Sie jeweils gerade am besten passend ist. Und nicht immer nach dem Allerallgemeinsten, sonst verheddert man sie oft sogar. Gut, also jetzt sehen Sie, während hier bei dem Linienintegral oder dem Kurvenintegral der Gradient eine wichtige Rolle spielt, ist es hier, Ruhe, so, ist es hier die Rotation. Und daher können Sie auch erahnen jetzt, dass man aufgrund dieses Stokes'schen Integralsatzes auch eine geometrisch anschauliche Bedeutung für den Rotationsoperator kriegen. Für den Gradienten haben wir das letzte Woche gemacht. Heute machen wir es für die Rotation. Das ist ein bisschen verwickelter. Deswegen bitte ich Sie also besonders aufzupassen, weil da ist Raumvorstellung angesagt. Da ist es immerhin noch eine skalare Größe nur. Man betrachtet ein skalares Feld und macht den Gradienten davon. Da ist es ein Vektorfeld, dieses Vektorpotenzial. Da muss man ein bisschen genauer aufpassen, aber letzten Endes, es ist auch keine Hexerei. Also denken Sie mit und fragen Sie mich, wenn was unklar ist. Und ich glaube, es wird gut zu verstehen sein. Also die anschauliche Bedeutung von Rotation A-Pfeil. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und da machen wir was ganz Ähnliches, was wir letzte Woche auch für den Gradienten gemacht haben. Wir betrachten eine kleine Fläche A. Und klein heißt wieder, dass über den Bereich dieser kleinen Fläche halt dieser Vektor A-Pfeil und seine Rotation sich nicht mehr viel ändern werden. Man kann es immer klein genug machen, dass man dahin kommt, dass da halt keine großen Änderungen mehr sind. Die einem, das ist klein genug, sodass einen diese Änderungen nicht mehr stören. Bei dem Linienintegral war es auch so, man hat kein kleines Kurvenstück ausgesucht, wo halt der Skalar Lambda und sein Gradient sich nicht mehr stark ändert. Natürlich, um das Ganze richtig zu machen, geht man am Schluss dann im Grenzwert auf immer kleinere Objekte zurück. Da haben wir diese kurze Kurve noch auf einen Punkt zusammenschrumpfen lassen. Da werden wir das dann mit der kleinen Fläche machen. Aber jetzt betrachten wir einmal eine kleine Fläche und die nennen wir heute jetzt, damit es klein, aber doch noch was Endliches ist, Delta F. So wie da oben das letzte Mal dann mit Delta S. Das Delta, das ist noch was Handfestes sozusagen. Während denn da drinnen dann DF-Pfeil steht, dann ist das nur mehr ein Symbol, wo man den Grenzübergang zum immer weiteren Zusammenschrumpfen dieser Fläche bereits vollzogen hat. Und das deutet nur mehr an, woher es kommt.
Dieses Integral VdF ist der Limes einer Summe V-Pfeil Delta F-Pfeil über eine gewisse Fläche, wobei diese Delta F immer kleiner und kleiner werden, die auf die Einteilung der Fläche immer feiner und feiner, aber das wissen Sie ja schon. Also eine kleine, aber immerhin noch endliche Fläche F, Delta F betrachten wir da hier. Und die möge also zum Beispiel so ausschauen. Und da betrachten wir darauf senkrecht stehend den Flächenvektor. Also die Fläche hat den Flächeninhalt Delta F. Der Vektor ist Delta F Pfeil. Und dieser Vektor Delta F Pfeil ist so, dass er senkrecht steht auf die Fläche. Und wir können ihn auch schreiben als Delta F mal N-Dach. Und das N-Dach ist der normalen Einheitsvektor. Da ist wichtig, dass wir im Dreidimensionalen sind. Denn nur im Dreidimensionalen ist der normalen Vektor auf eine Fläche bis auf die Orientierung eindeutig. Während der Tangentenvektor an eine Kurve, das kann man in jeder Dimensionszahl machen. Aber den normalen Vektor auf eine Fläche, das geht nur, weil die Fläche zweidimensional ist, im Dreidimensionalen. Also deswegen bezieht sich das, das sollte ich vielleicht da sogar noch einmal klar dazu schreiben, auf den Fall einer dreidimensionalen Mannigfaltigkeit. Und Sie sehen jetzt, normalen Einheitsvektor, das heißt der Betrag von n Dach ist gleich 1. Und daher ist dieses Delta F-Pfeil auch gleich n Dach mal Delta F. Denn Delta F ist der Flächeninhalt. N-Dach ist ein Einheitsvektor. Daher ist N-Dach mal Delta F ein Vektor, der auch senkrecht auf dieses Delta F steht und dessen Länge eben gerade das Delta F ist. Ich glaube, das sehen Sie. Der Betrag von N-Dach mal Delta F ist der Betrag von N-Dach, das ist 1 mal Delta F. Damit ist die Länge von dem Delta F. Die Länge von dem ist Delta F. Und wenn man also eine kleine Fläche betrachtet, dann macht man die klein genug, so dass man das Integral über diese Fläche VdF nicht mehr, die Fläche nicht mehr weiter zerlegen muss. Es ist genau genug, wenn man nur das selbst betrachtet. Man macht sie einfach klein genug, dass das schon nur ein Einteilungselement ist und mehr braucht man nicht, damit man noch genügend genau vorgehen kann. Wenn man also das voraussetzt, eben die kleine Fläche Delta F, auf der sich das A-Pfeil und das Rotation A-Pfeil nicht mehr nennenswert ändern, dann kann man das jetzt aufschreiben. Man kann nämlich in dem Fall schreiben, damit also kann man schreiben, dass dieses Integral über diese kleine Fläche A, und jetzt schreiben wir gleich auf, Rotation A-Pfeil, DF-Pfeil, weil wir setzen ja dieses V-Pfeil gleich Rotation A. Wir wollen ja den Fall betrachten, wo man diesen Stokes'schen Satz anwenden kann, wo man also ein Vektorpotential einführen kann, um das Vektorfeld V darzustellen. Dieses Integral über diese kleine Fläche, nennen wir es lieber gleich so, wie es da steht, Delta F, kleine Fläche Delta F. Das lässt sich also jetzt schreiben, weil dieses Delta F-Pfeil ist gleich N-Dach mal
df, aber wir machen das jetzt nur ein Einteilungselement. Was also da überbleibt, ist Rotation a-Pfeil mal n-Dach df. Und wenn man das also für das, wenn man so schreiben, ist man schreiben Delta F über diese Fläche da hier. Wir betrachten nur ein Einteilungselement. Das Rotation a-Pfeil ist ja der Integrand und multiplizieren das mit dem Flächenvektor n Dach Delta F. Und wir kriegen damit bereits in guter Näherung dieses Integral über dieses Delta F. Naja, und jetzt können wir daraus sofort ausrechnen, was da herauskommt. Wir setzen nämlich wieder jetzt den Stokeschen Integralsatz ein. Wir haben jetzt einmal dieses Integral umgeformt. Jetzt setzen wir das gleich, verwenden wir das. Wir kriegen als Folgerung laut Stokeschem Satz Integralsatz, dass dieses n-Dach skalar multipliziert mit Rotation a-Pfeil mal Delta F, das ist dieses Integral, gleich ist dem Ringintegral über dem Rand von diesem Delta F, dem Ringintegral über den geschlossenen Rand von diesem Flächenelement Delta F, das ist der Rand von dem Flächenelement Delta F. Drinnen, das ist das ganze Flächenelement, das Schraffierte. Das rundherum ist der Rand. Das ist natürlich ein kleines Randkurve. Also Integral über den Rand von dem, so wie es dort steht. A-Pfeil, Delta S-Pfeil. Und jetzt können wir noch durch diese skalare Zahl Delta F durchdividieren. Und es folgt daraus, dass das N-Dach skalar das Produkt mit Rotation a-Pfeil gleich ist 1 durch dieses Delta F, haben wir es rübergebracht, mal dieses Ringintegral über den geschlossenen Rand von diesem Delta F a-Pfeil a-Pfeil ds-Pfeil natürlich, weil es jetzt wieder Integral ist. Wir müssen aufpassen, wo machen wir die Vereinfachung und wo setzen wir wirklich das Integral ein. Dieses Ringintegral ist ein richtiges Integral. Also Integral a-Pfeil ds-Pfeil. Und was Sie jetzt erkennen können, ist, wir haben hier stehen, dieses Ringintegral über den geschlossenen Rand der betrachteten Fläche von dem a-Pfeil, ds-Pfeil und dividieren es durch diese Fläche durch. Nun, ein derartiges Integral über eine geschlossene Kurve über ein Vektorfeld a-Pfeil, das nennt man die Zirkulation dieses Vektorfeldes. Das zeigt an, ob dieses Vektorfeld einen wirbelförmigen Charakter hat. Das möchte ich als, ja doch, ich kann das ruhig als einen Einschub da gleich Ihnen anschließend hier zeigen. Dass Ihnen der Begriff der Zirkulation verständlich ist. Das ist eine Größe aus der Hydrodynamik. Betrachten wir einmal eine hundsordinäre Strömung, die einfach so ausschaut. Lauter Strömungsvektoren V-Pfeil nennen wir sie heute. Velocity, Geschwindigkeit. Wenn Sie da eine geschlossene Kurve betrachten, so ein Rechteck zum Beispiel, die Sie da in einer bestimmten Richtung durchlaufen.
und die eine gewisse Fläche umschließt. Dann wird, wie Sie sich sofort überlegen können, das Ringintegral über diese Kurve C, das ist der Rand von einem solchen Delta F, wenn das die Fläche der F ist, das Ringintegral über dieses V-Pfeil df-Pfeil über diese Fläche, über die Kurve Rand von Delta F, wie groß wird denn das sein? Die Abschnitte liefern nichts, weil sie senkrecht auf das V-Pfeil stehen. In beiden Fällen. Hier ist es parallel und gleichgerichtet mit V, hier parallel und entgegengerichtet wie V. Das heißt, das Integral über diese Strecke ist negativ gleich dem Integral über die. Die beiden sind sowieso null. Dieses ganze Integral ist null. Die Zirkulation dieser Strömung hier ist null. Das kommt Ihnen auch anschaulich verständlich vor, da zirkuliert ja nichts. Haben Sie hingegen eine Situation, wo die Strömungsvektoren so rundum laufen, so ein von oben betrachteter Tornado zum Beispiel. Na, das ist der Fall eines Wirbelfeldes. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen. Und wenn man da jetzt eine geschlossene Kurve hineinlegt, zum Beispiel so, und die jetzt in der Richtung durchläuft, und da haben wir wieder hier eine Fläche, die da umschlossen wird, das ist in unserer Terminologie das Delta F, und das hier ist der Rand von Delta F, dann sehen Sie, dass jetzt die Sache anders ist. Das Ringintegral über diesen geschlossenen Rand wieder von dieser Fläche Delta F, V-Pfeil, ds-Pfeil, das ist jetzt keineswegs null. Weil das geht ständig in der gleichen Richtung, diese V-Pfeil mal Delta S-Pfeil, das liefert lauter Beiträge und insgesamt hat man einen, in dem Fall, weil das gleichgerichtet läuft, einen positiven Beitrag, das ist größer als Null. Und in beiden Fällen nennen wir dieses Ringintegral über das betrachtete Vektorfeld über den Rand zu einer kleinen Fläche die Zirkulation längs der Randkurve. Hier ist die Zirkulation Null, hier ist die Zirkulation größer Null. Hier haben Sie keinen Wirbel, hier haben Sie ein Wirbelfeld. Zirkulation längs eines Zirkulus, längs eines Kreises oder geschlossenen Kurve. Das ist also die anschauliche Überlegung, warum man das Ringintegral über ein Vektorfeld längs einer geschlossenen Kurve eben als die Zirkulation des Vektorfeldes längs der Randkurve eines Vektorfeldes bezeichnet. Haben Sie schon was von einer Zirkulation gehört? Dann kennen Sie das. Und die, die es noch nicht kennen, sollten es jetzt kennen. Also das Ringintegral V-Pfeil ds längs eines geschlossenen Randes einer gewissen kleinen Fläche Delta F nennen wir die Zirkulation des Vektorfeldes längs dieser geschlossenen Kurve. Dort oben ist sie sichtlich Null, da hier ist sie sichtlich größer Null, würde ich in der Gegenrichtung gehen, ist sie kleiner Null, jedenfalls ungleich Null. Wer hat das nicht verstanden? Das ist wirklich wichtig, dass Sie sich das gut anschaulich vorstellen können, weil genau das brauchen wir jetzt, denn hier steht sowas, genau sowas.
Die Zirkulation dieses Vektorpotentials A längs der Randkurve unseres kleinen Flächenelementes. Also wenn zum Beispiel meine Hand sein Flächenelement ist, hat das also eine Randkurve und da gibt es irgendein Vektorfeld und die Zirkulation längs dieser Randkurve, die betrachtet man. Ja. Wir haben oben die F geschrieben und unten die S. Weil ich es oben falsch geschrieben habe. Danke. Es handelt sich um ein Linienintegral über eine geschlossene Randkurve dieser Fläche Delta F. Da habe ich mich vertan, während ich geredet habe. Danke für den Hinweis. So, da war's. Also, wir haben ja im ersten Semester bei der Tensorrechnung früher Indizes und so gemacht. Jetzt wollte ich fragen, was ist jetzt hier die Verbindung zur Tensorrechnung? Wir versuchen hier die Vektordifferentialoperatoren anschaulich darzustellen. Und die sind ja in Indexschreibweise dargestellt worden mit dem Nabla-Operator und dieses Epsilon IJK, Nabla JVK. Was wir letztes Mal und heute machen, ist, dass Sie erkennen, was uns diese Vektordifferentialoperatoren bringen. Hier brauchen wir dazu diese Indexschreibweise nicht, aber keine Sorge. Wir kommen rechtzeitig wieder zurück, dass Sie dann sehen werden, dass das alles zweckmäßig ist. Aber mir liegt daran, dass Sie diese drei wichtigen Vektordifferentialoperatoren auf die Gefahr hin, dass Sie das schon einmal gehört haben, noch einmal wirklich sich klar vor Augen führen. Bitte. Wenn ich jetzt innerhalb der Fläche quasi irgendwie einen Punkt habe, von dem die Vektoren alle wegzeigen, ist es dann Null, also über den Rand null oder nicht, oder kommt das noch an, in welche Richtung die Fläche zeigt? Sicher kann das sein. Klar kann das sein. Sie können eine Kurve so wählen, dass die Zirkulation längs dieser Kurve null ist, auch wenn es zum Beispiel alle senkrecht stehen. Also zum Beispiel ein Kraftfeld rund um eine geladene, eine Punktladung. Da zeigen alle Kraftvektoren nach außen. Wenn Sie da eine Linie legen, dann werden alle Vektoren senkrecht auf diese Linie sein. Längs dieser Linie ist die Zirkulation immer gleich null. Und das ist auch wurscht, wie die Fläche dann ist quasi. Also, diese Fragestellungen, die verschieben wir noch eine Woche. Da werden wir dann noch genauer sehen, wie das alles global miteinander zusammenhängt. Lassen Sie mich das bitte schrittweise entwickeln. Jetzt geht es mir nur darum, dass Ihnen klar ist, was ich hier unter Zirkulation zu verstehen habe. Was aber schon auch wichtig ist, ist, sich klar zu machen, dass bei einem Vektorfeld, wie zum Beispiel dem, nicht für jede Kurve die gleiche Zirkulation vorhanden ist. Es ist gut, dass Sie das ansprechen. Wenn ich in diesen Tornado, denken Sie, Sie schauen von oben auf einen Tornado drauf, hoch genug, so dass es Sie nicht betrifft. Und da unten kreist es so. Wenn Sie jetzt eine Flächenelement so hineinlegen wie meine Hand da hier, das ist das, was ich hier eingezeichnet habe, dann wird längs dieser Randkurve eine verhältnismäßig große Zirkulation auftreten. Hingegen, wenn ich zum Beispiel mein Flächenelement jetzt so da hineinlege, dann werden alle Vektoren, die da durchlaufen, senkrecht auf diese Randkurve liegen. Alle senkrecht. Und das bedeutet dann für diese Randkurve, ist das Integral V-Pfeil ds-Pfeil gleich 0. Weil die V-Vektoren gehen da alle so weg und V und Delta S-Pfeil ist immer quer dazu. Das Integral V-ds wird 0 sein. Es gibt also eine Fläche, wo die Zirkulation 0 ist, aber es gibt eine andere, wo sie maximal wird. Das ist die Fläche der maximalen Zirkulation für diesen Tornado da. Und wenn Sie eine andere Fläche nehmen, dann wird die sogar null sein können. Es hängt davon ab,
wo sie und wie sie ihre Fläche hineinlegen. Also hier ist wichtig, dass es immer sich darum handelt, nicht einfach nur die Zirkulation als solche, sondern die Zirkulation längs einer bestimmten Kurve. Und man kann auch in einem derartigen Wirbelfeld eine Kurve so legen, als Rand eines Flächenelementes, dass die Zirkulation längs dieser Kurve gleich Null ist, obwohl das ein Wirbelfeld ist. Aber Sie können es probieren sozusagen, wie müssen Sie Ihre Fläche legen, damit es maximal wird. Und das ist gerade so, wie ich es Ihnen hier zeige. Weil da liegen die V-Vektoren und die Delta-S-Vektoren alle parallel und das ist optimal. Verstehen Sie mich? Okay. Also ich habe jetzt relativ viel Zeit auf diese Zirkulation aufgewendet, glaube aber, dass sich das jetzt rentiert. Weil jetzt wollen wir einmal uns klar machen, was hier eigentlich steht und was das nun bedeutet. Dieses Ringintegral A-Pfeil ds-Pfeil über den Rand von unserer kleinen Fläche Delta F. Das ist die Zirkulation des Vektorfeldes A-Pfeil längs des Randes der kleinen Fläche. A-Pfeil ist unser betrachtetes Vektorfeld jetzt. Das ist das Vektorpotenzial. Das V-Pfeil, mit dem wir da begonnen haben, hier beginnt es, ist ja dargestellt als Rotation von A-Pfeil. A-Pfeil ist wieder ein Vektorfeld. Ringintegral A-Pfeil ds-Pfeil ist die Zirkulation dieses Vektorpotentials längs der Randkurve einer Fläche Delta F. Und wenn ich es durch diese Fläche Delta F noch durchdividiere, dann erhalte ich dann die Zirkulation von A-Pfeil pro Flächeneinheit. Also die Zirkulation von A-Pfeil dieses Vektorfeldes A-Pfeil um ein Flächenelement das normal steht zu dem N-Dach pro Flächeneinheit. Die Zirkulation pro Flächeneinheit, das nennt man auch die Wirbeldichte. Ein ganz wichtiger Begriff. Die Wirbeldichte. Die Zirkulation pro Flächeneinheit. Ja? Und jetzt schauen wir uns diese Gleichung an. Hier steht also herüben, mit 1 durch f ist es pro Flächeneinheit, die Zirkulation des Vektorfeldes A um längs des Randes einer Fläche Delta F pro Flächeneinheit. Und was steht da herüben? Da steht dieser normalen Einheitsvektor mal der Rotation von A. Na, das Vektorfeld A-Pfeil ist vorgegeben, weil seine Rotation ist das ursprünglich betrachtete Vektorfeld. Also, können Sie sich jetzt überlegen, wie soll ich denn mein Flächenelement Delta F, wie soll ich es denn anordnen im Raum, damit ich eine maximale Zirkulation pro Flächeninhalt, pro Flächeneinheit erhalte? Das N-Dach kann ich verändern, das Rotation A liegt fest. Na, was für ein N-Dach, wie gerichtet muss denn dieser normalen Einheitsvektor sein in Bezug auf das Rotation A, damit diese Zirkulation pro Flächeneinheit maximal wird? Damit ich also da so herkomme, dass ich hier eine maximale Zirkulation habe, während da wäre sie null.
das ist jetzt da schlecht geschrieben. Ich hätte da lieber A-Pfeil herschreiben sollen. Ich wollte Ihnen das aus der Hydrodynamik zeigen, aber eigentlich geht es ja hier um eine Rotation von A-Pfeil, wenn Sie es dort vergleichen wollen. Das ist jetzt wirklich nur eine Frage, wie man es anschaulich darstellt. V-Pfeil wollte ich Ihnen nahe bringen als die Geschwindigkeitsvektoren bei einer Strömung. Aber da haben wir es jetzt mit A-Pfeil zu tun. Halt ein anderes Vektorfeld. A-Pfeil, ds-Pfeil. So gehört das. Und wenn wir es jetzt ganz genau, jetzt ganz systematisch haben wollen, machen wir da oben auch, statt V-Pfeil, A-Pfeil, aber ich zögere inzwischen, ob das jetzt gescheit war, weil ich möchte Sie nicht damit durcheinander bringen. Hier wollte ich die Veranschaulichung mit dem Geschwindigkeitsfeld in einer Strömung Ihnen zeigen. Und da wenden wir das an auf das Vektorpotenzial A. Da muss man dann solche A-Vektoren betrachten. Das Blöde ist nur, dass wir da geschrieben haben, Rotation A ist V. Dieses V ist ein anderes als das, was da gestanden ist. Ich glaube, Sie verstehen schon, was ich meine. Man kann die Genauigkeit der Bezeichnung auch zu weit treiben. Also, Rotation A ist ein Vektorfeld. Wie muss ich in diesem Vektorfeld dieses N-Dach einrichten? Damit diese Zirkulation pro Flächeneinheit die Wirbeldichte maximal wird. N-Dach hat immer die Länge 1, Rotation A ist vorgegeben. Ist wann der Fall? Wenn sie parallel sind. Also es ist wiederum bei einem solchen Skalarprodukt, wenn die beiden Vektoren parallel zueinander sind, wird das Skalarprodukt maximal sein. Wenn die senkrecht aufeinander stehen, dann ist es null. Also muss das N-Dach normal zur Rotation A sein, damit diese Wirbeldichte maximal wird. Oder anders ausgedrückt, Rotation A wird senkrecht stehen auf den normalen Einheitsvektor, für den die Zirkulation maximal ist. Das heißt, wenn Sie jetzt da die Zirkulation von dem A-Pfeil anschauen, die Fläche da hier ist die Fläche der maximalen Zirkulation. Das ist der normalen Einheitsvektor. Und der muss parallel zur Rotation A sein. Also wird Rotation A ebenfalls in diese Richtung zeigen und senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation stehen. Das muss man sich klar machen. Ich muss N-Dach parallel zur Rotation A einrichten, damit die Zirkulation maximal wird. N steht aber senkrecht auf die Fläche. Daher muss Rotation A senkrecht stehen auf die Fläche der maximalen Zirkulation. Das müssen Sie sich selbst erkämpfen, diese Idee, die ich Ihnen jetzt zweimal hintereinander gesagt habe. Und ich kann Ihnen das nur ein paar Mal sagen, Sie müssen sich selbst genau durchüberlegen. N und Rotation A müssen parallel sein, damit das maximal wird. Das heißt, Rotation A muss senkrecht auf die Fläche stehen, weil N ja senkrecht auf die Fläche steht. Das heißt, der Vektor Rotation A steht senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation. Wenn Sie sich das da nochmal anschauen, von all diesen Flächen wird so eine Fläche, die mit der maximalen Zirkulation sein. Senkrecht drauf steht Rotation A. Wenn also das Vektorfeld so, A-Pfeil so ausschaut, wird das Vektorfeld Rotation A-Pfeil darauf senkrecht stehen und damit praktisch in der Wirbelachse dieses Wirbels liegen. Und damit kriegen Sie eine gute Vorstellung davon, was man unter dem Rotation A versteht. Also, Folgerungen. Ah.
eine Folgerung, die wir jetzt gerade gewonnen haben. Der Vektor Rotation A-Pfeil steht senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation. Die Fläche der maximalen Zirkulation ist eine solche, wo dieses Integral VdS oder ADS maximal wird. Senkrecht dazu steht der Vektor Rotation. Senkrecht zu dieser Fläche steht auch immer der Flächenvektor N-Dach. Daher ist N-Dach und Rotation A parallel. Und damit wird das maximal. Deswegen ist das die Fläche der maximalen Zirkulation. Besser kann ich es nicht sagen. Den Rest müssen Sie sich selber noch einmal klar machen. Setzen Sie sich wirklich einmal hin und denken Sie das durch. Es rentiert sich. Also der Vektor Rotation A ist senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation dieses Vektorfeldes A-Pfeil. Und wenn wir jetzt angenommen, N-Dach ist normal auf die Fläche der maximalen Zirkulation. Also wir legen das so. So liegt unser N-Dach. So legen wir es jetzt hinein. Dann ergibt sich. Und das möchte ich auch gleich wieder mit einem solchen Globulus bezeichnen. Wenn N-Dach also wirklich senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation ist, dann sind die beiden parallel. Und dann ist der Betrag von dem Ganzen gleich Betrag von N-Dach, der ist 1, mal Betrag von Rotation A. Bleibt also da nur stehen der Betrag von Rotation A-Pfeil. Das ist der Betrag von alledem und das ist dann eben die Situation, wo wir die maximale Zirkulation haben. Also der Betrag von Rotation A ist daher die Zirkulation von A um das Flächenelement der maximalen Zirkulation. Ist gleich die Zirkulation. A-Pfeil um das Flächenelement der maximalen Zirkulation. Also, die Rotation, der Rotationsvektor zeigt an, die Richtung, die senkrecht ist auf die Flächen der maximalen Zirkulation. Und der Betrag des Rotationsvektors ist nun diese Zirkulation um eine Fläche der maximalen Zirkulation pro Flächeneinheit. Weil überall haben wir da ja noch dieses 1 durch Delta F drinnen stehen. Ja? Also damit, glaube ich, kann man sich diesen Rotationsvektor ganz gut vorstellen. Und denken Sie sich also jetzt noch einmal diesen Tornado. Da gibt es also dann da rundherum solche Stromlinien. Und senkrecht dazu haben Sie die ganzen Rotation-A-Vektoren. Wenn man da wieder so Tangentiallinien legt, sind das Wirbellinien. Und diese Wirbellinien sind die Achsenlinien dieses Wirbels. Der Rotationsvektor zeigt Ihnen die Achse des Wirbels. Und der Betrag dieses Rotationsvektors gibt Ihnen auch gleich noch tafelgerecht auf dem Silbertablett diese maximale Zirkulation pro Flächeneinheit um diese hier drinnen liegende Fläche an. Fragen dazu? Können Sie sich's vorstellen?
Dieses Bild mit dem Tornado, wo senkrecht dazu diese Wirbellinien laufen, und das sind die Rotationsvektoren und das sind die Vektoren selbst, dieses Bild sollten Sie immer vor sich haben. Dann wird Ihnen sofort dann klar sein, wie das beim magnetischen Feld ist, wieso da ein Rotation B vorkommt. Dieses Rot B, das ist ein Vektor, der zeigt in der Achse des magnetischen Feldwirbels. Und damit werden Sie sehen, sofern Sie es nicht eh schon haben zum Teil, die Maxwell-Gleichungen, die stellen sich dann total anschaulich dar. Das sind einfach nur formalisierte Gleichungen, die einfache experimentelle Sachverhalte darstellen. Sie wissen zum Beispiel sicher, ein Strom durchflossener Leiter umgibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel. Haben Sie das schon mal gehört? Dass es, wenn ein Leiter von Strom durchflossen ist, dann umgibt sich der mit einem Magnetfeld. Das ist ein magnetischer Feldwirbel. Das sind die B-Vektoren. Rotation B ist daher in der Achse dieses Wirbels und damit parallel zum Leiter. Und dieser Leiter ist stromdurchflossen. Das heißt, die Stromdichte J geht in Richtung des Leiters. Und damit kriegen Sie sofort... Anwendung Magnetfeld B-Pfeil, dass der Vektor in der Achse des magnetischen Feldwirbels, das ist der Vektor Rotation B, so ist das Feld, dieses magnetische Wirbelfeld. Der Vektor in der Achse läuft so, der ist parallel zum Strom und der Strom wird beschrieben durch den Flussdichtevektor, den Stromdichtevektor in Richtung des Stromes, ganz einfach. Und da kommt dann nur mehr eine Konstante dazu. Und das ist bereits im Wesentlichen eine Maxwell-Gleichung. Da kommt dann noch was Zweites dazu, das ist eine zusätzliche Physik. Aber diese einfache statische Anordnung des konstanten Stromes, der von einem magnetischen Feldwirbel umgeben ist, lässt sich einfach so schreiben. Wenn Sie verstanden haben, was das Rotation von B ist, nämlich ein Vektor, der parallel liegt zur Wirbelachse, dann ist Ihnen klar, dass der dann parallel zum Stromdichtevektor, also der geht auch in der Wirbelachse dieses magnetischen Feldwirbels. Haben Sie das verstanden? Auf dem Niveau lassen sich alle Maxwell-Gleichungen verstehen. Nur muss man wissen, was ist Rotation und was ist Divergenz. Die Rotation haben Sie jetzt. Das wollte ich Ihnen nicht erzählen, ja, mit dem B-Feld. Jetzt wollen wir uns aber heute auch noch, das ist einfacher, Gott sei Dank, die Divergenz anschauen. Da gibt es einen weiteren Integralsatz. Na, Sie kennen ihn, den Gaußschen Integralsatz. Wir gehen also jetzt über zum Punkt, zum Unterpunkt C unseres Kapitels. Zu Volumensintegralen. Da oben haben wir angefangen mit dem Oberflächenintegral. Jetzt ein Volumensintegral, das bezeichne ich mit drei Integrationszeichen, weil es ja eine Dreifachintegration darstellt über ein Volumen V. Und da integrieren wir ein Lambda mal dV. Und das bezeichnet eben ein derartiges, im Grenzwert schon betrachtetes Volumenselement, in das man dieses Volumen V aufteilt. Und da zeigt man, so, hier gilt der Gaußsche Satz. Und den schreibt man in der Form am besten so.
dass das Volumensintegral über ein Volumen V von Divergenz A abfällt, das ist ja ein Skalar Lambda. Divergenz A abfällt, dv, geschrieben werden kann als eine Integration weniger, ein Flächenintegral über den geschlossenen Rand dieses Volumens V. Und da steht dann drinnen Lambda A-Pfeil DF-Pfeil. Also, der Skalar, über den hier integriert wird, den kann man darstellen als Divergenz eines Vektorfeldes. Wenn man das tut, kann man dieses Volumensintegral umschreiben in ein Flächenintegral über den geschlossenen Rand dieses Volumens V, A-Pfeil, DF-Pfeil. Und so wie das hier steht, kann man das sofort dazu anwenden. Die anschauliche Bedeutung von Divergenz A-Pfeil zu erklären. Da machen wir es jetzt wieder so. Wir betrachten ein kleines Volumen, so wie wir da oben eine kleine Fläche betrachten. Betrachten ein kleines Volumen und im Grenzfall wird man dieses Volumen dann auf einen Punkt zusammenziehen. Da haben wir diese kleine Fläche mit Delta F bezeichnet. Jetzt bezeichnen wir dieses kleine Volumen mit Delta V. Naja, und dann können wir dieses, so wie da oben, können wir dieses Integral umschreiben. Dieses dreifache Integral jetzt über dieses kleine Volumen Delta V und dann Divergenz A-Pfeil dV kann man also jetzt schreiben, ungefähr, so ähnlich wie wir das da oben gemacht haben. Wie sollte da oben, denken Sie sich dann ungefähr dazu. Das ist ja nur, wenn das Delta F klein genug ist, dass das nichts mehr ausmacht. So auch hier. Also dieses Integral über das Delta V lässt sich jetzt ungefähr schreiben als Divergenz A-Pfeil mal Delta V. Wir gehen davon aus, dass wir dieses kleine Volumen Delta V nicht weiter in noch kleinere Würfeln zerlegen brauchen. Es ist klein genug, weil wieder ist es so, dass dieses A-Pfeil und das Divergenz A-Pfeil sich nicht nennenswert mehr ändern über dieses kleine Delta V. Und daher bleibt von der ganzen Summierung über diese Divergenz A mal den einzelnen Volumenselementen nur das eine eben über, das wir da hier betrachten. Und wir kriegen damit, dass eben dieses Integral über V, Divergenz A dV, geschrieben werden kann als in guter Näherung als Divergenz A-Pfeil mal Delta V. Und auf der anderen Seite bleibt uns das hier stehen. Aus dem gaußschen Satz. Damit gemäß gaußschem Satz kriegen wir, dass das eben gleich ist dem Oberflächenintegral über den geschlossenen Rand von diesem Delta V A-Pfeil DF-Pfeil.
Und jetzt machen wir es wieder so wie da oben. Wir dividieren noch durch jetzt Delta V durch. Oben haben wir durch Delta F durchdividiert. Und bekommen dadurch Divergenz A Pfeil. Wir dividieren einfach durch Delta V. Die Divergenz ist ja ein Skalar. Delta V ist auch ein Skalar. Man kann ganz einfach durchdividieren. Kriegen wir 1 durch Delta V. Dieses Integral über den geschlossenen Rand von Delta V A Pfeil DF Pfeil. Jetzt haben wir was völlig Analoges, wie das, was wir da oben mit dem Endach und Rotation erhalten haben. Zudem gehört jetzt das. Es ist nur ein Unterschied. Es ist Gott sei Dank einfacher. Am kompliziertesten, anschaulich betrachtet, war es bei der Rotation. Denn jetzt bleibt das Divergenz A schon allein stehen. Da ist jetzt weder ein Endach, wie wir es da gehabt haben, noch ein T-Dach, der Tangenteneinheitsvektor, den wir letzte Woche gehabt haben. Da steht nur mehr das Divergenz da. Das ist eine einfachere Situation. Und was haben wir auf der anderen Seite? Was ist so ein Flächenintegral über einen geschlossenen Rand eines Volumens? A-Pfeil, DF-Pfeil. Da betrachten wir zum Beispiel ein Vektorfeld, das von einem Punkt ausgehend in allen Richtungen nach außen läuft. Und wir betrachten da drinnen jetzt eine geschlossene Fläche, so wie eine Kugelfläche. Nicht einen geschlossenen Kreis, wie wir es da oben gehabt haben, sondern eine geschlossene Kugelfläche, die man in lauter so Flächen zerlegen kann, die das alles umschließen. Und dieses A-Pfeil mal Delta F-Pfeil und summiert über die ganze Fläche, das ist dann dieses Ringintegral über dieses, das da innen ist das Delta V, das außen ist der Rand von diesem Volumen Delta V. Ich kann es nur wieder zweidimensional darstellen, aber Sie müssen sich das jetzt als eine geschlossene Fläche, die ein Volumen umfasst, darstellen. Innen ist das Volumen, außen ist der Rand dieses Volumens. Der geschlossene Rand und dieses Ringintegral über diesen geschlossenen Rand von diesem Delta V. A-Pfeil. DF-Pfeil, das ist eben der Fluss dieses Vektorfeldes aus dem Volumen heraus, nach außen. Fluss des Vektorfeldes A-Pfeil aus dem Volumen Delta V heraus oder anders ausgedrückt durch die Randfläche dieses Volumens hindurch nach außen. Das ist dieses Integral. Das kann so wie in dem Fall größer 0 sein. Dann hat dieses Vektorfeld da drinnen eine Quelle, wo das herausquillt. Aber es kann auch so sein, dass das einfach vorbeifließt. Das haben wir wieder in der Hydrodynamik. Dann würde bei so einem Volumenselement auf der einen Seite genauso viel hineinfließen, was bei der anderen Seite wieder herausfließt. Dann wäre dieses Vektorfeld quellfrei. Also so ein Ringintegral über den Rand eines gewissen Volumens ADF, das gibt Ihnen an, den Fluss von A aus Delta V heraus. Fluss
von A-Pfeil aus Delta V heraus und pro Volumenseinheit, weil wir dividieren wieder durch Delta V durch. Und das liefert Ihnen sofort, ohne weiteres Wenn und Aber, die Divergenz. Das heißt, wir kriegen damit sofort aus dieser Beziehung die anschauliche Bedeutung der Divergenz. Damit ergibt sich automatisch, und da ist nicht mehr dazu zu sagen, die Divergenz A ist gleich dem Fluss von A aus einem Volumen, Fluss von A-Pfeil aus einem Volumen heraus pro Volumenseinheit. Diese Größe, so wie wir das da oben als Wirbeldichte bezeichnet haben, das ist hier die Quelldichte. Dichte wieder, weil man sie auf Einheit bezieht. Dort war es pro Flächeneinheit der Fläche, um die herum die Zirkulation war, da pro Volumenseinheit des Volumens, aus dem dieses Vektorfeld heraustritt. Also damit haben Sie auch hier die geometrisch anschauliche Bedeutung, hier eben für die Divergenz. Und das hat auch viele physikalische Anwendungen. Wenn man schon bei der Elektrodynamik war, da oben haben wir über das Magnetfeld rund um einen stromdurchflossenen Leiter gesprochen, kann man auch hier als Beispiel das elektrische Feld betrachten. Elektrisches Feld rund um eine Punktladung. Dort oben haben wir besprochen, das Magnetfeld B in der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters. Hier besprechen wir das elektrische Feld rund um eine Punktladung herum. Und wie Sie sicher wissen, wenn man Punktladung betrachtet, da drinnen ist so eine Ladung Q, dann laufen da so nach außen die Feldlinien weg und die E-Vektoren, die weisen alle so radial nach außen, wenn es eine positive Ladung ist, ansonsten nach innen. Das sind alles E-Vektoren. Die quellen so nach außen, wenn man da jetzt ein kleines Volumen in der Umgebung dieser Punktladung betrachtet, dann treten alle diese E-Vektoren senkrecht durch diese Kugeloberfläche nach außen und damit ergibt sich sofort die Situation, dass eben der Fluss von E-Pfeil aus dem Volumen heraus pro Volumenseinheit einfach das Divergenz A ist. Also da oben haben wir gehabt, dass Rotation B lag in der Wirbelachse, dass Divergenz E zeichnet einfach die Quelldichte des E-Feldes und das richtet sich nun genau nach der Ladung, die da drinnen ist. Und da zeigt sich, das ist im Wesentlichen gleich der Ladungsdichte. Ladung pro Volumenseinheit. Und da kommt dann auch wieder noch ein Faktor 1 durch Epsilon 0 in dem Fall dazu. Der hat aber nur Gründe, die in den Einheiten begründet sind. Also, Sie haben dann hier die Quelldichte dieses E-Feldes
ist bis auf einen Proportionalitätsfaktor gleich der Ladungsdichte im Inneren dieses Volumens. Alles gerechnet dann auf einen bestimmten Punkt. Man zieht dieses Volumen auf einen Punkt zusammen, so wie man da oben dieses Delta F auf einen Punkt zusammenzieht, weil man sich ja letzten Endes auf Punkteigenschaften bezieht. Und Sie sehen damit hier eine weitere Maxwell-Gleichung. Und die ist schon fertig. Da kommt nichts mehr dazu. Also, sie sagt aus, die Quelldichte des elektrischen Feldes ist proportional zur Ladungsdichte. Wo keine Ladungen sind, gibt es auch keine Quellen des elektrischen Feldes. Nur wo Ladungen sind, treten elektrische Feldlinien aus. Sehr anschaulich. Das ist eine geniale Art und Weise, wie man eine Vielzahl experimenteller Beobachtungen in einige wenige formale Gleichungen zusammenzieht. Da kommt dann noch ein weiterer Term dazu, der mit dem Maxwellschen Verschiebungsstrom zusammenhängt. Das werden Sie noch hören. Und dann gibt es zwei weitere Gleichungen. Die eine davon ist das Induktionsgesetz und die andere sagt einfach aus, dass das Magnetfeld keine Quellen hat. So etwas wie hier gibt es nie bei einem Magnetfeld, weil aller Erfahrung nach, die wir haben seit 200 Jahren bald, 150 Jahren, ist, dass es keine einzelnen magnetischen Monopole gibt. Es gibt einzelne Ladungen, die Quellen des elektrischen Feldes sind, aber es gibt keine einzelnen Magnetpole, die Quellen eines magnetischen Feldes sind. Das heißt, es gibt dann noch eine Gleichung Divergenz B ist gleich 0. So was Einfaches sagt nur aus, dass das Magnetfeld B stets quellfrei ist. Das ist schon eine der vier Maxwell-Gleichungen. Das ist einfach ein experimenteller Grundsatz, den man durch Beobachtungen herausgefunden hat. Und dann da oben, das sagt aus, wie sich rund um einen Strom ein magnetischer Feldwirbel bildet. Und dann gibt es noch eine weitere Gleichung, über die rede ich jetzt nicht, die entspricht dem Induktionsgesetz. Der alte Herr Faraday, 20 Jahre vor Maxwell, experimentell draufgekommen. So um Mitte des 19. Jahrhunderts herum. Und das ist die ganze Basis der gesamten Elektrodynamik und klassischen Optik. Das ist wirklich unglaublich. Aber damit man das erfassen kann, muss man wissen, was die Divergenz ist und was die Rotation bedeutet. Und ich fasse jetzt zusammen. Wir haben also vorige Woche und diese Woche die drei Vektordifferentialoperatoren. Gradient Lambda, Rotation A und Divergenz A kennengelernt. Beim Gradienten, vielleicht erinnern Sie sich noch, haben wir also einen Skalar betrachtet. Und der Gradient dieses Skalars ist ein Vektor und der zeigt Ihnen die Richtung an, in der sich dieser Skalar maximal ändert, wo es die stärksten Änderungen dieses Skalars gibt im Raum, an jedem Punkt halt. Und die Länge des Vektors Gradient Lambda gibt Ihnen gleich diese maximale Änderung von dem Skalar an pro Längeneinheit. Bei der Rotation ist es ähnlich. Die Rotation eines Vektorfeldes ist ein Vektor, der steht senkrecht auf die Fläche der maximalen Zirkulation. Denken Sie an diesen Tornado. Die Fläche der maximalen Zirkulation und so steht der Rotationsvektor. Damit zeigt der Rotationsvektor in Richtung der Wirbelachse. Und der Betrag dieses Rotationsvektors ist eben diese maximale Zirkulation
Also diese Zirkulation pro Flächeneinheit für eine Fläche der maximalen Zirkulation. Man kann immer auch Flächen wählen, wo die Zirkulation dann null wird. Aber die Fläche der maximalen Zirkulation. Und bei der Divergenz haben wir jetzt gefunden, besonders einfache, das nennt man diese Zirkulation pro Flächeneinheit, ist also die Wirbeldichte. Und da haben wir den Fluss aus einem Volumen heraus pro Volumenseinheit. Das ist die Divergenz eines Vektorfeldes. Der Fluss eines Vektorfeldes aus einem Volumen heraus durch die Oberfläche des Volumens hindurch. Dieser Fluss ist eben dann gegeben durch die Divergenz dieses Vektorfeldes. Und das ist wieder ein Skalar. Deswegen ist es mit der Divergenz besonders einfach. Sowohl der Gradient ist ein Vektor, als auch die Rotation ist ein Vektor. Die Divergenz ist ein Skalar. Und die ist eben hier eben dieser skalare Fluss aus einem solchen Volumen heraus. Damit haben Sie die geometrisch anschauliche Bedeutung dieser drei Vektordifferentialoperatoren, glaube ich, gut überblickt, wenn Sie das verstehen. Jetzt ist allerdings eine Frage offen und mit der werden wir uns nächste Woche noch auseinandersetzen. Dann Schluss mit diesem Kapitel. Wann kann man denn ein Vektorfeld durch ein skalares Potential darstellen mit V ist Gradient Lambda? Und wann kann man denn ein Vektorfeld mit Hilfe eines Vektorpotentials als Rotation eines anderen Vektorfeldes darstellen? Es wäre ja wichtig, dass man dafür eine Bedingung schaffen kann. Denn wir wollen ja wissen, wann kann man denn das anwenden? Damit werden wir uns das nächste Mal auseinandersetzen. Vorher aber noch ein paar einfache Beispiele gemeinsam durchgehen, wo man sofort erkennen kann, was man mit diesen Vektordifferentialoperatoren anfangen kann. Also das war jetzt einmal der grundsätzliche Überblick. Nächste Woche kommen einige wenige einfache Beispiele, die wir gemeinsam durchsprechen. Und dann erhebt sich die Frage, unter welchen Bedingungen kann ein skalares Potential, Lambda, oder ein Vektorpotential, A-Pfeil, eingeführt werden. Ganz wesentlich für die physikalische Interpretation. Da werden wir die Begriffe des topologischen Zusammenhanges kennenlernen. Das hört sich jetzt sehr mathematisch an. Aber keine Sorge. Ich glaube, Sie haben mich in der Zwischenzeit kennengelernt. Mathematik nur so weit, wie es wirklich notwendig ist. Und das werden wir auch diesmal so beibehalten. Also danke für heute und da gibt es ein paar Skripten, wenn Sie wollen.